und herzlich willkommen in meinem Podcast über Stricken, genau genommen im Vlogmas 2023, Tag 17. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin aus der Stadt, die es nicht gibt, aus Bielefeld. Und in meinem Podcast geht es, wie ihr wisst, vorwiegend ums Stricken, Übersetzen, Reisen, Strick- und weniger strickbezogene Reisen, manchmal ums Übersetzen von Strickanleitungen oder um Strickdesign. Und ja, im Vlogmas geht es vorwiegend ums Auspacken von Adventskalendern, von Garn-Adventskalendern und von, es geht ums Stricken aus einem der Adventskalender und ja, verschiedene andere Begleitprojekte. Und jetzt fällt mir wieder ein, ich darf heute wieder 4 Adventskalender auspacken und nicht 3. Ich habe aber jetzt wieder nur 3 da, sodass ich wieder das Video doch bearbeiten muss, obwohl ich jeden Tag versuche, das Video so aufzunehmen, dass ich quasi nicht bearbeiten muss. Aber gut, ja, Tag 17. Bevor wir anfangen, vielleicht ein paar Worte drumherum. Ach ja, alles Gute bzw. einen wunderschönen dritten Advent. Heute ist der dritte Adventssonntag. Wir durften 3 Kerzen anzünden. Da habt ihr im Vorspann schon die 3 Kerzen gesehen. Normalerweise versucht meine Tochter, diese Kerzen anzuzünden, aber der Anzünder, also das Feuerzeug, das wir dafür verwenden, ist zu schwer zu betätigen für sie. Also musste ich ihr ein bisschen helfen. Das habt ihr dann im Vorspann sehen können, dass zwischendurch mal eine größere Hand dabei war. Dann, entweder im Vorspann oder im Abspann, das weiß ich nicht mehr genau, wo ich das hingepackt habe, werdet ihr noch ein paar andere Sachen sehen. Einmal, was sie ausgepackt hat, dann unseren Baum. Wir haben eben einen echten Weihnachtsbaum geholt. Das machen wir alle paar Jahre mal, nicht jedes Jahr. Wir schwanken immer wieder dann so zwischen einen echten Baum holen oder einen künstlichen Baum aufstellen. Es gibt halt Aspekte, die dafür und dagegen sprechen. Und dieses Jahr haben wir uns für einen echten Baum entschieden. Und den haben wir heute geholt. Und noch nicht genau, nicht so richtig aufgestellt, weil ich keinen Ständer habe. Aber wir haben dann bei uns im Keller ein bisschen rumgekramt und haben einen kleinen Holzhocker gefunden. Und wenn man den umdreht, dann stehen die Beine, da sind 4 Beine, die stehen dann so eng beieinander, dass man den Baum da reinstellen kann. Und das haben wir gemacht. Das habt ihr auch wahrscheinlich im Vorspann gesehen. Und jetzt muss ich den Baum nur zwischen diesen Beinen ein bisschen befestigen, damit er, wenn wir ihn komplett aufmachen, also der ist jetzt noch eingepackt, aber wenn wir dieses Netz von ihm runterziehen, dass er dann nicht umkippt. Beziehungsweise wenn wir den Baumschmuck dran machen, dass er dann nicht umkippt, was ja noch tragischer wäre. Also habe ich heute noch irgendwie ein bisschen handwerkliches Geschick nachzuweisen, indem ich diesen Baum da zwischen den 4 Beinen des kleinen Hockers befestige. Aber ich bin sehr stolz auf mich, weil dass ich diese Idee hatte und quasi Naturbaum oder halbwegs natürlichen Baum in einem Naturholzhocker unterbringen kann und keinen extra Ständer kaufen muss. Ich bin ja sowieso so ein großer Freund von Zweckentfremdung von Sachen beziehungsweise von kreativem Einsatz von den Hilfsmitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn es sich vermeiden lässt, etwas zu kaufen, was man nur einmal im Jahr braucht, dann vermeide ich es und versuche das durch was anderes zu ersetzen. Und es sieht aus, als würde ich dieses Mal Glück haben. Und ja, statt einen echten Baumständer halt so einen umgedrehten Hocker verwenden kann. Bin sehr glücklich darüber. Dann möchte ich euch einen schönen dritten Advent wünschen. Habe ich das eigentlich schon gemacht? Das ist jetzt der dritte Versuch, das Video aufzunehmen, weil am Anfang verhaspele ich mich manchmal. Und da ich ja noch die Idee hatte, so aufzunehmen, dass ich nicht bearbeiten muss,
was ja jetzt sowieso hinfällig ist. Kann sein, dass ich beim zweiten Versuch euch schon einen wunderschönen dritten Advent gewünscht habe. So oder so, ich wünsche euch in jedem Fall einen wunderschönen dritten Advent. Heute ist ja Samstag, der 17. Dezember. Wir haben noch eine Woche bis Weihnachten. Es geht dieses Jahr sehr schnell, also wirklich nur 4 bzw. nur 3 Advente oder Adventstage, Sonntage, ist wirklich schnell. Und nächste Woche ist schon Weihnachten und dann ist schon Silvester und dann ist wieder alles vorbei. Und das neue Jahr hat angefangen, irgendwann, aber gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag, beziehungsweise habt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist ja noch der dritte Advent. Ich hoffe, ihr könnt den Tag genießen. Es ist Sonntag, hat alles oder das meiste hat zu. Wenn ihr nicht arbeiten müsst, weil ihr in, weiß nicht, systemrelevanten Berufen beschäftigt seid oder einfach nur auch mal am Wochenende arbeiten müsst, dann habt ihr hoffentlich einen schönen, entspannten Tag gehabt. Wenn ihr arbeiten müsst, ist hoffentlich alles einfach nur entspannt auch bei der Arbeit gelaufen. Und ja, ich hoffe, ihr genießt dann den Abend mit mir zusammen. Gut, bei mir ist noch kein Abend, aber wenn ihr das guckt, ist bei mir auch schon Abend und dann bin ich hoffentlich durch mit allen Verpflichtungen, die jetzt noch auf mir liegen. Wir müssen ja den Baum noch befestigen, dann muss ich eigentlich noch einen Übersetzungsauftrag fertig machen, den ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und jetzt ist er am Sonntag, also jetzt ist er morgen früh fällig und ich bin noch nicht angefangen, muss ich zugeben. Das ist machbar auf jeden Fall in so 2-3 Stunden, aber man muss sich halt hinsetzen und konzentriert arbeiten und am Sonntag hat man keine Lust. Aber gut, muss man machen. Das ist bei euch bestimmt auch so. Man hat ja auch oft so private Verpflichtungen. Man muss etwas Bestimmtes kochen oder weiß ich nicht, was zu Ende stricken. Das gibt es ja manchmal auch als Verpflichtung. Dann muss man halt durch, wenn man etwas versprochen oder zugesichert hat. So, dann gestern in der 16. Folge des Vlogmas habe ich ja 2 Verlosungen ausgerufen. Sie laufen noch, nur so als Info jetzt an dieser Stelle. Sie laufen beide noch bis zum 23.12.2023, 12 Uhr mittags. Eine hier auf YouTube unter Folge 16 in den Kommentaren. Also wenn ihr jetzt zum ersten Mal zuschaut und jetzt zum ersten Mal von diesen Verlosungen hört, ihr könnt noch zur 16. Folge gehen, sie gucken und darunter kommentieren. Und zwar so, wie ich in der Folge das beschreibe. Und dann nehmt ihr auch teil an der Verlosung. Und ich habe gestern schon die Kommentare gelesen, die auf YouTube unter dieser Folge gewesen sind und ich fand sie sehr schön. Ich habe ja euch gebeten, in dem Kommentar, wenn ihr teilnehmen wollt, zu schreiben, was eure Ziele oder eure Träume sind für die kommende Zeit oder für das Jahr 2024 in unserer Strickwelt. Und ich möchte ein paar vorlesen, es gab sehr viele schöne. Ich lese nur ein paar vor und ich werde das vielleicht so alle paar Tage oder jeden Tag vielleicht machen, wenn neue spannende Kommentare dazu kommen, dass ich sie mal vorlese, um denjenigen, die die Kommentare nicht lesen, so ein bisschen ja quasi das die Atmosphäre mitzugeben, die im Podcast herrscht oder zumindest in meinem Kopf herrscht, wenn ich diese Kommentare lese. So. Genau. Dann hat eine, ich nenne die Namen nicht, weil ich jetzt im Vorfeld nicht gefragt habe, ob ich die Namen nennen darf, aber ihr werdet halt, also wenn ihr nachlesen wollt oder diejenigen, die das geschrieben haben, werden natürlich erkennen, dass ihr das geschrieben habt, aber bevor ich irgendwie jemanden nenne, der eigentlich gar nicht genannt werden möchte, lese ich nur vor, ohne die Namen zu nennen. So. Liebe Ilona, die Sonne ist heute zwar schon untergegangen, aber dein Podcast hat sie noch ein wenig länger da sein lassen. Danke. Ich möchte irgendwann das Master Handknitting Programm von TKGA, The Knitting Guild Association aus den USA machen. Würde es dergleichen auch in Deutschland geben, fände ich das schön, aber ich habe bislang noch nichts finden können.
Ich warte, also warte ich darauf, dass ich irgendwann mehr Zeit habe und melde mich dann wahrscheinlich dort an. Davon wusste ich nichts, dass es so ein Programm gibt. Ich finde das auch total cool. Es kann sein, dass ich mal einmal über sowas gelesen habe, weil irgendwie klingelt so ganz leise im ganz, ganz tiefen Hinterkopf etwas. Aber so genau kannte ich das auf jeden Fall nicht. Ich finde das sehr spannend und mich würde das auch interessieren. Ich werde mich auf jeden Fall dazu informieren und schauen, was das für ein Programm ist. Also für diejenigen, die vielleicht Englisch nicht so gut können. Also Master Hand Knitting Programm würde dann im Deutschen übersetzt heißen, ja sozusagen ein Master oder eine Handstrickmaster. Also Handstrickmeister müsste das ungefähr so sein, je nachdem halt auf welchem Niveau, weil The Knitting Guild Association, das wird ja kein Hochschulabschluss sein. Das wird wahrscheinlich eher mit so einer Art Meister-Qualifikation vergleichbar sein. Natürlich jetzt nicht so wie im Deutschen das ist, wo man zuerst eine Ausbildung machen muss, um einen Gesellenbrief zu bekommen und dann halt erst einen Master machen muss. Hier wird das sicher nicht so sein, aber auf jeden Fall, so meine erste Vermutung wäre, dass man mit diesem Master im Handstrick, so Master im Handstrick, genau, könnte man das übersetzen, glaube ich, dass man damit nachweist, dass man besonders qualifiziert ist im Handstricken, im manuellen Stricken. Ja, finde ich sehr spannend. Ich bin ja auch für alles Manuelle eigentlich. Gut, ich arbeite halt in einem eigentlich hochtechnisierten Beruf mittlerweile als Übersetzerin und Online-Kursentwicklerin. Und wahrscheinlich deswegen finde ich es umso reizvoller, auch Sachen auf Profiniveau zu machen, die man per Hand macht. Dazu sage ich auch gleich noch was, apropos per Hand machen. So, das war ein Kommentar, den ich vorlesen wollte. Dann haben ein paar von euch geschrieben, dass ihr nächstes Jahr zu Barcelona Knits, also zu diesem Wollfestival in Barcelona, der jetzt vor ein paar Wochen gewesen ist, fahren wollt oder wollen würdet. Das ist auch mein Traum. An dieser Stelle kann ich das ja schon mal sagen. Ich habe mir überlegt, dieses Jahr schon zu Barcelona Nitz spontan zu fliegen, verbunden mit einem Kurzurlaub. Aber es ist was anderes passiert, was zum einen finanziell, zum anderen ja, mental und seelisch für mich etwas schwer war. Deswegen habe ich das gecancelt, also habe das ausfallen lassen. Aber nächstes Jahr klappt das vielleicht? Ich werde auf jeden Fall frühzeitiger oder früher buchen oder früher planen und schauen, ob das sich irgendwie integrieren lässt in den Alltag, so dass ich mit meiner Tochter vielleicht dahin fliege und wir noch ein paar Tage davor oder danach dort bleiben können, damit wir uns auch die Stadt angucken können und nicht nur das Festival. Das soll wirklich spannend sein, wenn man natürlich ausgeprägtes Interesse für Garne hat. Genau, und wo ich noch hinfliegen wollen würde, wäre ein Woll- oder ein Garnfestival, ein Wollfestival in Schottland. Da gab es ja früher den Edinburgh Garnfestival, ich weiß nicht mal, oder Wollfestival, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber das ist so existiert das, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall etwas Neues und es gibt in Großbritannien grundsätzlich viel häufiger wohl Festivals überall. Ich glaube, ja, da macht quasi jedes Dorf fast ein eigenes Festival und ich würde auf jeden Fall sehr gerne zu einem dieser größeren Festivals dort hinfliegen, weil ich britische Wolle einfach liebe. Auch Shetlandwolle oder auch die Wolle von den Inseln da, es gibt ja viele verschiedene Inseln und sie haben auch alle so eigene Schafsrassen. Blueface Lester liebe ich. Also es gibt halt sehr viele britische Wollrassen, Schafsrassen, die ich sehr gerne verstricke. Ja, und sie stricken teilweise, oder die Geschichte des Strickens, des manuellen Strickens in Schottland oder Großbritannien im Allgemeinen ist ja auch sehr reichhaltig und ich möchte sehr gerne persönlich damit in Berührung kommen und nicht nur Filme darüber sehen oder halt Bücher lesen. Das wäre also was meine Träume und Wünsche angeht. So, und dann hatte ich noch
etwas. Genau, dann hat jemand noch da was darüber geschrieben. Ich lese das jetzt nicht vor, das ist relativ viel. Da hat jemand noch darüber geschrieben, was auch im Prinzip mein Traum ist, oder beziehungsweise einer meiner Träume deckt sich damit. Da hat eine von euch geschrieben, dass sie halt auch als Kind gelernt hat zu stricken und dann irgendwann eine ganz lange Pause gemacht hat und irgendwann wieder das Stricken wieder entdeckt hat, aber viel mehr als nur das Stricken. Mittlerweile spinnt sie und färbt Wolle selbst und verstrickt sie dann natürlich auch. Und kurz vorlesen vielleicht: Genial, wenn man vom Schaft bis zur letzten Masche alles selbst macht, machen darf oder kann. Das finde ich auch sehr schön. Diese Vorstellung wirklich vom, ja gut, man müsste ja selber auch kardieren, also die Wolle waschen, kardieren, vielleicht auch das Schaf scheren. So weit muss ich persönlich nicht gehen. Aber so quasi vom Verspinnen der Wolle bis zum Verstricken und Tragen, das finde ich schon eine sehr reizvolle und auch sehr, ja, hügelige, hügel ist eins meiner Lieblingswörter, Vorstellung. Genau. Das sind, glaube ich, so die beiden, beziehungsweise so drei Aspekte, die ich so aus den Kommentaren erstmal ansprechen wollte. Es gibt auch viele lange Kommentare. Ich habe fast schon absichtlich keinen der Kommentare beantwortet von gestern, auch ein paar von früher oder zu früheren Folgen, weil ich sie mir in Ruhe nochmal durchlesen möchte. Auch diejenigen, die ich schon mal gelesen habe, wegen dieser Atmosphäre, die ich vorhin angesprochen habe, die, also dieses, ich weiß nicht, so, als würde man zusammensitzen und jeder erzählt so darüber, was er demnächst machen möchte, wovon er träumt. Das ist irgendwie, als würde man sich wirklich unterhalten und das berührt mich. Das würde, also ich weiß auch nicht genau, ob ihr versteht, wie ich es meine. Es ist so, als würde man wirklich im buchstäblichen Sinne miteinander in Berührung kommen. Ja, also es berührt mich einfach. Das fasst mich irgendwie so innen drin an. Das baut mich auf. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass ihr auch das Gefühl habt, während ihr vielleicht die Kommentare anderer lest oder euren Kommentar schreibt oder das Video guckt, dass ihr dann ja richtig dabei seid. Ich muss echt ein eigenes Wollfestival schon, oder nee, ein Strickfestival organisieren. Kein Wollfestival, sondern so ein Strickfest. Das wäre vielleicht was. Also so ein Strickfest organisieren. Mit ein bisschen Vorträgen und so. Oder so Workshops. Das ist jetzt eine sehr spontane Idee. Bitte nagelt mich nicht fest. Es ist jetzt einfach nur, ich finde das so schön, wenn so Gleichgesinnte zusammenkommen, die auf der gleichen Welle sind und auch Naturgarne mögen, offen sind für Neues, offen sind für andere Menschen, für neue Stricktechniken, für alles irgendwie. Also, dass man einfach nur offen und freundlich und gemütlich Zeit miteinander verbringen kann. Die Strick-Community gibt das her. Das müssen wir so mehr rauskitzeln irgendwie. Genau, das war zu den Kommentaren. Dann, genau, wir sind ja noch gar nicht bei den Adventskalendern irgendwie. Ich wollte aber quasi meine anderen Sachen vorher so beschreiben, ansprechen und dann die Adventskalender quasi zum Schluss zeigen. Dann habe ich an der Socke endlich wieder gestrickt für meine Tochter. Ich habe ja aus diesem Garn stricke ich Socken für sie. Ich hoffe, sie zu Weihnachten fertigzustellen, damit ich ihr, naja, eine große Überraschung ist das dann nicht, aber sie freut sich immer total über gestrickte Sachen von mir. Und ja, ich würde gerne zum Geschenk halt auch was Persönliches beilegen. Das Geschenk wird gekauft sein. Ich hoffe, ich schaffe das. Sie hat was ganz Bestimmtes sich gewünscht und ich muss das irgendwie besorgen, aber der Laden, wo man das kaufen kann, hat von 10 bis 16 Uhr auf. Das ist genau die Zeit, wo ich entweder arbeite oder das Kind irgendwo hinfahre. Ich weiß nicht, was der Laden sich denkt. Ja, also es ist jetzt gerade vor Weihnachten ein Kinderspielzeugladen, ein großer. Sie haben früher am Samstag auf, jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, Kürzungen, Personalkürzungen, Kostenersparnisse, irgendwie sowas in der Art muss es sein, weil das wundert mich wirklich total, dass sie so
Erwerbstätigen unfreundliche Arbeitszeiten haben. Sonst muss ich halt, zur Not muss ich das bestellen, was ich haben möchte. Was das ist, werdet ihr auch irgendwann erfahren, denke ich. In jedem Fall muss ich es wahrscheinlich bestellen und da riskiere ich, dass das Geschenk später ankommt. Dann wären natürlich so Socken, ich zeige jetzt die Socken, die ich eigentlich gleich zeigen wollte, oder gut, wenn ich etwas halt für sie habe an dem Tag, wo sie das Geschenke überreicht bekommt, beziehungsweise auspacken darf. So, also stricke ich aus diesem Glitzergarn Socken und ich hatte ja mir eigentlich vorgenommen, die Socken so zu stricken, wie ich das von meiner Oma gelernt habe als Kind. Und das wäre halt oben anfangen, einmal eins Bündchen, dann gerade stricken, dann Käppchenferse und dann halt zu Ende stricken. Ich hatte die Käppchenferse gemacht. Ach ja, genau. Und ich wollte nur dieses eine Garn nutzen. Ich wollte keine anderen andersfarbigen Fersen oder Spitzen machen. Und irgendwie fand ich das, also erstens habe ich die Käppchenferse schon gestrickt gehabt, habe ich euch gezeigt. Sie war aber irgendwie seltsam, hat mir nicht gefallen. Das ist halt auch, sind nur 52 Maschen insgesamt mit der 2,25 mm Nadel. Ja, also relativ fest, aber sehr klein halt. Und dieses kleine Gefrickel mit der Käppchenferse, das fand ich schon nervig. Und die Ferse sah halt nicht gut aus, weil ich diese Dreiteilung nicht gut gemacht habe und die Aufnahme von Maschen danach auch nicht gut gemacht habe. Also habe ich sie geribbelt und dann, irgendwie fand ich das auch ziemlich öde, die gesamte Socke in einer Farbe zu machen. Also habe ich jetzt doch eine Ferse gemacht, wie ich sie sonst immer mache. Das ist die Ferse mit verkürzten Reihen. Ich weiß nicht mehr genau, Schmetterlingsferse oder so heißt sie. Jedenfalls sie wird mir so verkürzten Reihen gemacht. Die sieht dann so aus, wenn man sie so von der Seite guckt. Also ich finde das Aussehen perfekt. Also mich stört das überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Art Naht, aber das hat man ja bei einer Käppchenferse auch noch mehr. So, und jetzt da stricke ich dann halt den Fuß gleich weiter. Und damit der. Also wie heißt das, die Socke hier so ein bisschen mehr Platz hat für diese Steigung des Fußes, nehme ich normalerweise vor der Ferse vier Maschen zu, einmal, also vier Maschen vor, zwei Maschen vorne und zwei Maschen hinten. Und die nehme ich dann wieder ab, wenn ich beim Fuß bin und der Fuß ja immer schmaler wird. Ja, die muss ich dann halt noch abnehmen und ich habe noch ein anderes Garn dazu genommen, das passt nicht perfekt von der Farbe her. Das ist dieses hier. Aber das passt trotzdem gut. Also eigentlich ist das hier auch so ein Pink. Und das ist halt also Cherry, heißt das, glaube ich. Das ist auch beides. Nicht Blueface Lister, sondern Signature Fourply von West Yorkshire Spinners. Da sind 35% Blueface Lister. Dann der Rest bis zu 75% Wollanteil sind andere britische Schafrassen. Und dann die restlichen 25% hier sind 23% Polyamid und dann zwei Polyester für das Glitzer und hier 25% Polyamid. Und das ist die Farbe. Genau, so sieht sie aus. Das ist echt, also das hat sie so abgeblasen, ist fast rund geworden. Aber also ich habe, glaube ich, von innen gestrickt zwischendurch oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht das lustig aus. Die Farbe Cherry Drop, genau, also Kirschtropfen sozusagen. Das ist auch Signature Fourply. Und dann mache ich die Fußspitze entweder in dieser Farbe auch oder in Weiß. Ich guck mal, wonach mir ist. Ich wollte halt irgendwie ein bisschen Abwechslung. Und ansonsten bei 52 Maschen geht natürlich die Socke recht schnell. Ich hoffe, ich kriege das bis zum 24. fertig. Das Ganze hier. Genau, das war mein zweites Projekt. Und dann wollte ich euch noch zeigen, also apropos per Hand machen, habe ich ja gesagt. Ich muss mal hier gerade was holen. Das seht ihr
auch entweder im Vorspann oder im Abspann, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es platziert habe. Meine Tochter und ich, beziehungsweise meine Tochter hat irgendwo in den Tiefen unserer Spielzeugsachen, also ihrer Spielzeugsachen, eine nackte Barbie gefunden. Ich weiß nicht, warum sie nackt war. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann sie sie bekommen hat. Kann sein, dass ich sie selbst ihr geschenkt habe. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann das passiert ist. Meine Tochter spielt grundsätzlich nicht gerne mit Puppen. Deswegen war die Na Puppe wahrscheinlich auch nackt. Sprich, sie hat sie irgendwann ausgezogen und nicht mehr angezogen und irgendwo hingeschmissen und dann haben wir sie weggeräumt und dann lag sie da jahrelang. Und jetzt hat sie sie gefunden und sie war, also damit sie nicht mehr nackt ist, hat sie die Idee gehabt, schnell mal ein Kleidchen zu basteln und wir haben das Kleid eben genäht. Ja, also einen großen Teil davon hat meine Tochter genäht. Ich habe sie angeleitet und wir haben sogar ein Schnitt, wie heißt das, ein Schnitt Dings da ausgeschnitten, also so eine Schnittvorlage gemacht. Ich habe meiner Tochter halt so ein bisschen die Grundsätze des Nähens versucht beizubringen, weil im Zuge meines Nähabenteuers mit dem Baumkostüm für die Weihnachtsaufführung in der Schule für meine Tochter habe ich halt während des Nähens gemerkt, welche Fehler ich mache, weil eigentlich habe ich in der Schule gelernt zu nähen. Sogar mit der Nähmaschine, zwar mit einer uralten, aber wir haben mit Nähmaschinen genäht, wir haben alle Schritte haben wir quasi gemacht. Und vorher kannte ich sie nicht mehr und dann während des Nähens fiel mir das immer mehr auf, weil ich halt die Fehler gemacht habe, die ein Anfänger normalerweise macht. Und hier habe ich dann versucht, das halt zu vermeiden. Für das Kostüm meiner Tochter hatte ich keine Schnittvorlage gemacht, aber hier haben wir eine Schnittvorlage gemacht, das eingezeichnet, die Nahtzugabe gemacht, das habe ich auch bei dem Baumkostüm zwischendurch mal vergessen gehabt. Ja, und jetzt sieht die Barbie richtig schön aus, war ein bisschen sommerlich, das heißt, sie braucht ein Cardigan oder halt eine Jacke aus Blutulopi oder so, damit sie auch nach draußen kann. Eine Mütze, stimmt, eine Mütze habe ich irgendwo noch, die kriegt sie dann auch demnächst. Ja, also es geht weiter. Ich habe übrigens, ich weiß nicht mehr genau, ob ich das erwähnt habe oder nicht, aber ich habe irgendwie Blut geleckt beim Nähen, weil wenn man schon alles vorbereitet hat und alles zugeschnitten ist und also provisorisch zusammengenäht ist oder halt zusammengehalten, so dass man nur nähen muss, dann ist das manuelle Nähen dem Stricken sehr ähnlich, musste ich entdecken. Das war mir auch nicht bewusst, aber gut, man muss natürlich jedes Mal hingucken, wenn man einsticht. Aber während man den Faden auszieht oder die Nadel und mit dem Faden auszieht, kann man ja sich mit jemandem unterhalten oder man kann etwas gucken oder zumindest hören und man ist nicht so konzentriert, dass man da irgendwie überhaupt nichts mehr wahrnehmen kann. Das heißt, man kann Fremdsprachen lernen, während man näht, man kann Podcasts hören, teilweise auch gucken. Also, ich habe angefangen, auf YouTube Videos zu suchen, in denen halt die Handnähkunst oder so manuelle Nähkunst gezeigt wird. Ich habe da ein bisschen was auf Englisch gefunden, auf Deutsch habe ich leider nicht viel gefunden. Vielleicht kennt ihr da was, also einen Näh-Podcast auf Deutsch, in dem aber per Hand genäht wird. Ja, bitte gerne in den Kommentaren reinschreiben, weil das würde, oder halt eine persönliche Nachricht schreiben, das ist, also ich freue mich über jede Art von Information dazu. Wenn ihr Interesse habt an diesen englischen Podcasts, oder das ist ein englischer Podcast, der mir besonders gut gefallen hat, da gibt es ein paar Sendungen oder ein paar Folgen, in denen sie alle Nähstiche oder Stichmethoden sozusagen durchgeht, die irgendwie im Mittelalter verwendet wurden, um halt Kleidung zu nähen. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich haben will eigentlich, obwohl ich ja jetzt modern nähe, aber ich will halt per Hand nähen. Und ja, das ist genau das, was ich möchte. Aber ich hätte das gerne auch in Deutsch, damit ich dann auch mir den Wortschatz, also das Vokabular wollte ich sagen, also den Wortschatz in deutscher Sprache auch aneigne und nicht nur das Ganze in Englisch lerne. Das möchte ich halt, wenn, dann schon in beiden Sprachen, weil ich halt Übersetzerin bin, mit Leib und Seele, nicht nur Strickerin, sondern beides wirklich mit Hingabe. Ja, genau, also gerne
rein kommentieren oder eure Erfahrungen teilen, ob, ja, wie ihr zum Nähen steht. Ja, wir sind zwar hier in der Strickwelt und es wird, also mein Podcast wird nie zum Näh-Podcast. Nicht, weil ich was dagegen hätte, sondern mein Wissen wird höchstwahrscheinlich nie dafür ausreichen, um einen Podcast ja, zu füllen. Aber wenn ich weiter mit dem Nähen irgendwie komme, werde ich natürlich immer wieder was zeigen, was ich da mache. Und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Das ist halt eine schöne, schöne Sache. Und man kann ein paar Sachen halt auch nähen, weil es auch schöne Stoffe gibt. Ja. Gut, schneller wird es dann bei mir nicht gehen. Ja, vielerlei wird ja gesagt, dass Nähen ja teilweise besser oder effektiver ist, wenn es darum geht, schnell an die Kleidungsstücke zu kommen. Das ist offensichtlich nicht mein Ziel, weil ich will nicht mit der Nähmaschine nähen, ich will per Hand nähen. Es ist so, das ist, glaube ich, dieses Natürliche in allem, was mich so reizt in dieser Aktivität. Ja, so viel zum Nähen. und jetzt war das, glaube ich, alles, was ich so drumherum erzählen wollte. Jetzt werden wir die Adventskalender auspacken und wir fangen wieder mit Sakami Jahns an. Die Nummer 17. Ah, schön. Wir sind ja vorwiegend braun, in Brauntönen ist das bei Sakami. So, das ist der Mini-Strang. Sehr schön. Das, ja, zum tausendsten Mal sage ich das Gleiche. Diese Art zu färben gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, also dass quasi längere Strecken in einer Farbe sind, mit natürlich mit Varianz, die durch das Handfärben dazukommt. Aber dann ist halt an einer Stelle so mehr Farbe oder eine andere Farbe, Speckles oder was auch immer drin. Das finde ich total schön. So, das ist also der nächste Strang. Ich bin hinter meinem Plan, meinem üblichen Plan, jeden Tag den neuen Strang auch schon anstricken zu können, beziehungsweise den alten Strang zu verstricken. Ja, also den Strang, den ich am gleichen Tag aufgemacht habe. Ich bin gestern nicht fertig geworden mit dem Strang von gestern. Ich habe angefangen, aber bin nicht fertig geworden. Ich bin ungefähr bei der Hälfte des Strangs. Man sieht auch, dass der Strang sich kaum von meiner Hauptfarbe unterscheidet. Ja, also muss ich heute den Strang von gestern fertig machen und dann die zwischen diesen dünnen Streifen mit dem Hauptfarbe mit dem Hauptgarn einstricken und dann halt kommt diese Farbe und da freue ich mich sehr. Das ist ja dann diese Art, wenn das verstrickt wird, dann ist das diese Art von Färbung, die oder ja von, weiß nicht, Varianz oder wie man das nennen mag. So, und das geht dann quasi bräunlich mit so anderen farblichen Einlässen weiter. So, also viel hat sich nicht verändert zu gestern, aber also der Cardigan ist immer noch genauso schön wie gestern oder sogar ein bisschen schöner, weil der gestrige Strang schon so langsam da auftaucht. Genau, dann Olivia und Oliver Fibers, die Nummer 17. Ah, heute ist wieder, naja, sowas wie ein Tee. Ah ja, genau, Spiced Summer Tea drin. Sehr schön, riecht auch sehr schön. Oh, das ist so schön. Das schmeiße ich einfach irgendwie in einen Tee. Oder ist das, ich könnte das ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, das sieht nach so wenig aus, ob das reicht für eine Tasse. Bin gespannt, ich muss das mal mit wenig heißem Wasser übergießen. Und dann passt das schon. Und der ist auch so schön, oder? Der ist wirklich sehr schön. Das sind Farben, die mir richtig gut gefallen. Das ist eine sehr schöne Färbung, so will ich das sagen. Sehr schön. Die ist wirklich sehr schön. Davon hätte ich auch gerne mehr. Genau, dann habe ich hier so ein Rezept-Gutschein. Spiced Fig Cake, also ein gewürzter Feigenkuchen. Schön. Also das ist wirklich, gefällt mir wirklich immer mehr. Also nach der anfänglichen Skepsis gefällt mir auch dieser Kalender immer mehr. So, wir sind dann, ich
habe Schwierigkeiten, das zu zeigen. So. Oh, der ist so schön. Der letzte gefällt mir, glaube ich, bisher am meisten. Ja, also dieser gefällt mir echt am meisten. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ich bin wirklich, wirklich glücklich über diesen Mini-Strang. Und dann haben wir noch einen Adventskalender. So langsam komme ich hier. So, ich hole mal zuerst das, beziehungsweise ich befestige das von gestern, den Strang von gestern, schon mal dran, damit ich nicht durcheinander komme. Und die Nummer 17. Das ist die 17, die ich fehlerhafterweise mit nach Leipzig genommen hatte. Falls ihr noch nicht gesehen habt, dass ich in Leipzig gewesen bin, bitte ein paar Folgen zurückgehen. Am 11. und am 12. Dezember war ich in Leipzig. Ui. Der ist auch schön. Ich zeige den mal, so wie die anderen Podcasterinnen das machen. Und obwohl blau nicht meine Farbe ist, aber das hier gefällt mir wirklich sehr gut. Gut, weiß und Ecru und so Naturfarben ist halt eine meiner Lieblingsfarben. Und das erinnert mich wirklich sehr an so Farben an der Ostsee. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht kein Meeres- oder Marinegrün, Marineblau, kein Marineblau. Aber irgendwie erinnert mich das an die Ostsee, an die ich ja geboren bin. Ich komme ja von der Ostsee eigentlich, aus Estland ursprünglich. Also nur, um euch noch ein bisschen mehr zu verwirren. Ich habe zwar am Anfang meines Podcasts ein bisschen über meine Herkunft gesprochen, glaube ich. Aber ja, um das vielleicht aufzufrischen, ich bin in Tallinn, in der Hauptstadt von Estland, geboren. Meine erste Muttersprache ist aber Russisch. Ich bin also im russischsprachigen Teil der Bevölkerung quasi geboren. Und die Familie meiner Mutter, sie lebt da immer noch, diejenigen Mitglieder der Familie, die noch am Leben sind. Meine Oma, die mir das Stricken und noch viele andere Sachen, unter anderem auch den Ehrgeiz, beigebracht hat, sie lebte auch in Tallinn. Also ich kenne sie quasi nur aus Tallinn. Sie hat vorher woanders gelebt, aber sie ist noch als relativ junge Frau dorthin gezogen und ich bin häufig und lange bei ihr gewesen. Bin da auch zur Schule gegangen in Estland, konnte auch Estnisch, kann leider nicht mehr so viel Estnisch. Kann halt bis 10 zählen und irgendwie Hallo sagen und so Sachen, also so die Grundsätze. Aber in der Schule konnte ich eigentlich ganz gut Estnisch deuten, damals noch. Auch unter anderem dank der Nachbarin von meiner Oma, das war so ein, oder der Nachbarn, das war ein älteres Ehepaar, ein älteres estnisches Ehepaar. Und sie haben mir zwischendurch mal Nachhilfe gegeben in Estnisch, weil ich in der 5. Klasse quasi die 4 Jahre davor nachholen musste. Und das hat Spaß gemacht. Ich konnte dann am Ende der 5. Klasse auch beim Programm in der Schule mitkommen und konnte ja Estnisch halt ganz okay für ein Kind. Und dann war ich ganz lange wieder nicht in Estland und habe leider alles vergessen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mir auch, also ja, genau, ich habe hier schon, so, das ist Dandelion and Dogwood. Das gefällt mir auch total gut. Also ich bin jetzt mit allen Kalendern richtig, richtig, richtig zufrieden. Eigentlich haben sie genau das getroffen, was ich erwartet habe. Deswegen habe ich sie bestellt. Ich habe dieses Jahr ein bisschen übertrieben mit den Adventskalendern, muss ich sagen. Aber ich habe halt letztes Jahr verschiedene Vlogmases geguckt. Und ja, diese beiden, also Olivia und Oliver Fibers und Dandelion and Dogwood entdeckt bei anderen Podcasterinnen. Und die Palette, die dann von den jeweiligen Handwerberinnen beworben wurde auf Instagram, für dieses Jahr, hat mir auch sehr gut gefallen. Also habe ich dann halt ja, mich entschieden, sie beide auch zu bestellen. Glücklicherweise waren die Bestellungen dann schon relativ gut gestaffelt zeitlich. Also ich habe, glaube ich, im April einen von meinen 3 Kalendern bestellt, dann ein paar Monate später erst den zweiten und dann irgendwie spontan ein paar Monate später den dritten, sodass das ganz gut auch finanziell übers Jahr verteilt war. Und ich habe versucht, weniger Garn zu kaufen für mich persönlich als sonst,
ja, weil ich halt wusste, dass ich recht viel zu Weihnachten öffnen werde. So ist das. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich hole jetzt noch den vierten Adventskalender, den ich ja aufmachen darf. Den von Nina von A Crafter's Tale. Sie macht auch einen Podcast in englischer Sprache. Da zeigt sie meinen Kalender, leider nennt sie mich nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist das. Es gab keine Verabredung, dass wir uns gegenseitig nennen müssen. Ich bin halt so gestrickt, dass ich denke, dass ich dann wirklich auch immer ansage, von wem was stammt. Ja, ich finde, man kann sich auch gegenseitig oder man sollte sich auch gegenseitig unterstützen, sowohl in der Podcasterwelt als auch in der Strickwelt. Ich musste jetzt zurückdenken, viele, viele Jahre zurück. Es gab mal oder ich hatte mal einen Freund, der mir die Freude am Schenken beigebracht hat. Also nicht, dass ich vorher geizig gewesen wäre, aber ich habe bei ihm zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, wie viel Freude man haben kann, auch wenn man überhaupt nichts bekommt, sondern also reines Verschenken, wie viel Freude man dadurch haben kann, dass man sieht, dass die anderen sich freuen. Er war wirklich sehr selbstlos. Und seitdem habe ich irgendwie so die Freude am Schenken entdeckt und die lebe ich eigentlich in der Strickwelt auch immer wieder aus. Deswegen dachte ich auch, dass es eigentlich eine gute Idee ist, wenn bei Bestellungen, die jeden Samstag, ist gar nicht wahr, jeden Adventssonntag eingehen bei mir in meinem Etsy-Shop, dass ich da ein kleines Geschenk beilege und nicht, dass ich Rabatt gebe. Ja, ich gebe ja immer wieder Rabatte in unterschiedlichen Konstellationen für den Shop, aber jetzt zu Weihnachten wollte ich die Freude haben, euch was zu schenken. Und damit das irgendwie auch adressiert ist, fand ich, dass das eine gute Idee ist, dass wenn ihr halt an einem Adventssonntag etwas bestellt, dass ich dann halt ja, meiner Freude nachgehen kann und euch einfach etwas, also so ein kleines strickbezogenes Geschenk mit reintue in das Päckchen, damit ihr euch halt auch freuen könnt. Ich hoffe, diejenigen von euch, die schon die Päckchen vom letzten Sonntag bekommen haben, dass euch die kleinen Geschenke gefallen haben, dass ihr damit was anfangen könnt. Und nur als kleine Erinnerung, die Bestellungen, die heute eingehen, da lege ich natürlich auch ein kleines Geschenk mit rein. Ja, also da im Shop sind noch ein bisschen, also ist noch ein bisschen was drin. Da sind da ist The Croft drin, da von West Yorkshire Spinners in unterschiedlichen Farben. Da ist Sockenwolle von West Yorkshire Spinners drin, da auch unterschiedliche Farben. Da ist Blueface Lester, DK, also The Croft und Blueface Lester. BFL, Fleece, genau. Fleece heißt eigentlich die Serie. Ist auch DK, also 225 Meter auf 100 Gramm. Eine sehr schöne Wolle für Pullover, für Tücher, für Mützen. Also wirklich eine so eine universale oder so eine Wolle, die halt immer passt irgendwie. Ja, genau. Also, wenn ihr heute oder wenn ihr sowieso quasi bei mir im Shop was bestellen wollt, oder nachbestellen wollt, habt zu wenig bestellt letztes Mal. Heute, wenn ihr heute bestellt, bis 23:59 Uhr, beziehungsweise bis 0, 0, 0 oder so. Nee, das war ja schon. Genau, bis 23:59 Uhr, dann gibt es noch ein kleines Geschenk. Ich gucke dann wirklich auf die Zeit, dass wenn etwas nachts eingeht, wenn das vor 12 eingegangen ist, dann gibt es auf jeden Fall auch was. Genau, und jetzt kommt noch ein Adventskalender. So. Das sind die lautesten Tütchen von meinen allen Adventskalendern. Auch sehr schön, sehr, sehr schön. So, das ist so ein natürliches Grau. So. Und das Brooklyn Tweed Shelter. Ah, okay, also gut. Das wollte ich auch ausprobieren. Ich habe das noch nicht. Also ich habe ein anderes oder ein paar andere Garne von Brooklyn Tweed ausprobiert. Die gefallen mir wirklich gut. Das ist ja ein amerikanischer, also ein US-amerikanischer Hersteller, glaube ich, zu wissen.
Und die Garne sind halt, also werden von nicht sehr vielen Shops verkauft in Deutschland und sind recht teuer, muss man sagen. Aber das ist so eine Art, das Garn zu verspinnen, wie ich sie mag. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Es gibt ja so Worsted Weight, nee, Worsted Spun und Woolen Spun. Und das ist Woolen Spun, glaube ich. Also auf jeden Fall anders gesponnen als ja, so die meisten Garne, glaube ich. Also die werden irgendwie anders verzwirnt oder anders, ja, anders versponnen. Genau, anders gesponnen werden die. Ich kann jetzt keine Kleinigkeiten oder keine Details dazu sagen, weil ich die einfach nicht weiß. Ich wollte das mal nachrecherchieren, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Jedenfalls finde ich Shelter und ähnliche Garne von Brooklyn Tweed total schön. Ähnlich versponnen sind auch zum Beispiel die Garne von, wie heißt denn das? Das Garn, mit dem ich auch viel stricke. So ein französischer Anbieter. Jetzt fällt mir das nicht ein. Schau mal schnell, weil das möchte ich gerne nennen. Wo kann ich das denn nachschauen jetzt, dass ich das auch. Ich gucke mal auf Ravelry, weil damit habe ich auf jeden Fall gestrickt. Und das ist bei mir auch noch auf den Nadeln. Ich stricke damit was und würde euch gerne nennen, welches Garn das ist. Das ist zum Beispiel. Ach ja, genau, das ist erstmal der deutsche Hersteller. BC-Garn ist ein deutscher Hersteller oder ist es Schweiz? Auf jeden Fall ein deutschsprachiger Hersteller, glaube ich. Und deswegen heißt es auch BC-Garn und nicht BC-Garn. Das habe ich mir sagen lassen von einem Vertreter von BC-Garn. Loch Lomond ist auch ähnlich verzwirnt, beziehungsweise hat eine ähnliche Haptik wie Shelter von Brooklyn Tweed. Und das meinte ich aber nicht. Das ist nicht der französische Hersteller, den ich meinte. Dererum Natura, genau, Dererum Natura, das ist ein französischer Hersteller. Und das Garn, das ich meine, heißt Ulis oder das dickere dazu. Ja, das irgendwie so doppelt so dick ist wie Ulis. Das ist auch gleich versponnen. Dieses fühlt sich etwas fester an und etwas rustikaler. Aber für mich so von der Haptik und der Optik sehen sie sich sehr ähnlich. Ja. Nur trotzdem so ein bisschen unterschiedlich. Dieses scheint robuster zu sein, aber eben also nicht kratziger, sondern einfach robuster. Alle Garne, die ich eben aufgezählt habe, sind noch nicht super wasch behandelt und das dürfte das auch nicht sein, glaube ich. Denke ich. Genau, aber das, ja, vielen Dank, Nina. Gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ja. So langsam reift die Idee, was ich mit den Garnen, die ich quasi in diesem Tausch-Adventskalender bekommen habe, machen kann. Aber nur ganz langsam. So, genau. Habe ich noch irgendwas, was ich unbedingt heute teilen möchte mit euch? Nein, ich glaube, ich habe alles so erzählt. Ich habe, wie gesagt, noch einiges zu tun heute, inklusive einem Übersetzungsauftrag. So ist das. Aber ich habe auch noch genug Zeit eigentlich. Ja, ich sollte mich nicht beklagen. Es ist alles läuft wie gewollt. Fast. In jedem Fall, also ich würde das jetzt gerne zurücknehmen, wenn ich könnte. Ich könnte das ja rausschneiden. Nee, ich lasse das. Dann seht ihr, wie mein Leben im Vlogmas tatsächlich ist. Ja, wie es real so sich abspielt. Und trotzdem habe ich natürlich etwas, wie ihr ja hoffentlich auch, das mir immer wieder Freude bereitet. Das ist das Stricken, die Wolle, die schönen Garne, die wunderschönen Adventskalender, die einfach nur durch ihre bloße Präsenz auch viel gute Stimmung geben. Ich werde mir gleich noch einen schönen Tee machen, auch irgendwas. Ja, vielleicht mache ich den Tee hier mit hier diesen Spiced Summer Tea von Olivia und Oliver Fibers. Der riecht auf jeden Fall sehr schön.
und dann mache ich mich an meine Übersetzung. Und euch wünsche ich einen schönen Abend oder eine schöne andere Tageszeit. Und wir sehen uns bald wieder. Morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.